Gesetz 10. Ansteckungsgefahr. Meide Unglückliche und Glücklose. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Man kann vieles über eine Person sagen, wenn man sich deren Freundes- oder Bekanntenkreis anschaut, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn man den Spieß an dieser Stelle umdreht, kann man sagen, dass man zu dem wird, mit dem man sich umgibt. Dieses Gesetz bedeutet nicht, sich von seinen Freunden abzuwenden, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Vielmehr weist es darauf hin, sich nicht mit negativen Personen zu umgeben, zumindest nicht ausschließlich. Dieses Gesetz ist im Grunde nichts weiteres als das Gesetz der Anziehung. Man wird also zu dem, mit dem man sich umgibt. Wenn sich eine unglückliche Person also dazu entscheidet, von seinem negativen Umfeld in ein positives zu wechseln, so werden seine Gedanken und somit auch sein Leben eine positive Wendung nehmen. Man könnte es als positive Gehirnwäsche bezeichnen. Ich weise nochmal darauf hin, dass es nicht bedeutet, all seine bisherigen, nicht positiv eingestellten Freunde fallen zu lassen, sondern sich vielleicht zusätzlich in ein positives Umfeld zu begeben. Die positive Gehirnwäsche erstreckt sich nicht nur auf die Menschen in deinem Umfeld, sondern generell auf alles, was du in dein Leben lässt. Dazu zählen auch die Medien, die du konsumierst. Gerade in Zeiten der Sensations- und Massenmedien ist ein kritischer Umgang damit unglaublich wichtig. Die meisten Leute haben dies allerdings nie gelernt und sind somit gezwungen, alles zu glauben, was sie im TV sehen, auf Facebook lesen oder was der Radiomoderator oder Nachrichtensprecher ihnen sagt. Dieses Gesetz lädt uns dazu ein, einen Moment darüber nachzudenken, ob unsere Umgebung unseren Zielen widerspricht oder ob sie im Einklang miteinander stehen.